Viele Bestände wurden ja in der letzten Woche mineralisch aufgedüngt auf 120 bis 130 Kilogramm. Und jetzt ist natürlich die Frage, wirkt der Stickstoff schnell genug? Und hier kann es natürlich temporär zu kurzfristigen Mangelsituationen kommen, weil eben letztendlich die Löslichkeit im Oberboden ist, das Wasser schon ein bisschen knapp, dass man im Prinzip darüber nachdenkt, die Pflanzen übers Blatt kurzfristig zu ernähren. Das bedeutet für uns jedoch, diese Mengen, die jetzt appliziert werden als sogenannte Zwischendüngung, sind hinterher bei der Spätdüngung oder bei der Abschlussdüngung natürlich abzuziehen. Das Gesamtdüngungsniveau überschreiten wir deswegen nicht, weil wir jetzt eine Zwischendüngung einplanen. Derzeit ist die Situation so, dass man hier auf den guten Lössböden die nächsten 10 Tage noch nicht mit einem angespannten Wasserhaushalt zu rechnen hat. Die Situation ist allgemein so, dass wir dort bis zu einer Tiefe von 90 cm noch fast bis auf 80% der nutzbaren Feldkapazität zurückgreifen können. Das bedeutet natürlich, dass die Pflanzen derzeit hier noch keinen Wasserstress haben. Jetzt treibt uns ja die Frage um als Pflanzenbauer, was können wir tun, um gleichzeitig aber auch die Nährstoffe in die Pflanze zu kriegen. Und hier wäre eine gute Möglichkeit, auf Beständen, die jetzt derzeit aufhellen, die Mangel aufweisen, übers Blatt die Pflanzen zu ernähren. Hier würde es sich anbieten, als Beispiel 100 Liter AAL übers Blatt zu applizieren oder eben eine Konstellation aus 50 Liter Wasser, 150 Liter Wasser in Verbindung mit 50 Liter AAL. Hierdurch versetzt man die Pflanzen in der Lage, kurzfristigen Nährstoffmangelsituationen auszugleichen. Eine ganz andere Situation herrscht derzeit vor auf den flachgründigen Standorten im Weserbergland. Hier ist derzeit die Wassersituation sehr angespannt. Hier ist es natürlich auf jeden Fall kritisch zu überprüfen, inwiefern man die Stickstoffdüngung zurzeit fortführt. Hier müssen wir die Witterung der nächsten 10 Tage im Auge behalten und eventuelle Spätdüngungen zu reduzieren oder auch ganz zu verzichten.